Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Mike. Wie hast du das Spiel gesehen? Ganz okay, ne? Also, Platz war scheiße. Über die linke Seite ging wenig, aber man kann froh sein, dass man bei dem Platz noch gespielt hat. Und im Grunde genommen sind wir nachher mit dem Sieg alle einverstanden und glücklich. Ja, die ersten 25 Minuten, die beiden Mannschaften mussten sich ein bisschen an den Platz gewöhnen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Über die linke Seite war es schwierig zu spielen, die Platzverhältnisse waren nicht da. Über der rechten Seite war der Platz spielerisch okay, besser als auf der linken Seite, aber im Grunde genommen war es von vornherein klar, dass das Spiel über Kampf und Leidenschaft gewonnen wird. Und im Grunde genommen, die rote Karte hat uns ein bisschen ins Spiel gebracht, weil danach war das so, jetzt erst recht. Und dann haben wir uns drei Tore in Unterzahl, muss auch erstmal schaffen. Aber irgendwie haben wir so ein Faible für Düsseldorf, ne? Im Hinspiel 3-0 zurückgelegen, 3-0 aufgeholt, jetzt auch ein Spiel zu 10, 4-1 noch gewonnen. Ja, klar. Also das Hinspiel nach 18 Minuten 3-0, da habe ich mit einem Kollegen noch vor dem scheiß Bildschirm gehockt und haben gesagt, was eine Rotze hier. Und dann haben wir gesagt, 3-3 war okay, hätten das Spiel auch gewinnen können noch in der Runde. Heute war einfach nur wichtig, dass wir die drei Punkte hier behalten und das Spiel gewinnen. Und ja, jeder Punkt macht den Aufstieg irgendwie, bringt uns näher an das große Ziel. Es bleibt trotzdem weiterhin spannend und Problem ist, Stück für Stück, wir können ja wirklich nicht uns ausruhen, weil die Konkurrenz punktet. Wie hast du das Debüt von dem Eisfeld gesehen? Also er hat jetzt das 2-1 vorbereitet mit der Ecke, hat auch selber sein Tor gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, der Junge sagte mir nichts von Anfang an, aber Verpflichtung, ganz ehrlich, wir verpflichten Leute, die sagen immer, ja, der ist toll, der ist super. Mir ist das scheißegal, was für einen Namen der im Mann trägt. Der Junge muss Leistung auf den Platz bringen und dann hat er es heute mit dem Tor einen guten Einstand gemacht. Die Vorlage war auch okay. Über die nächsten Wochen und Monate wird man sehen, wenn der Junge uns zum Aufstieg auch mithilft. Ganz ehrlich, ich küsse ihn seine Füße, weißt du so? Also. Aber du hast das gerade schon angesprochen, dass das sehr eng vor oben ist. Jetzt gegen Münster, das Spiel zu Hause, ist ja dann umso wichtiger, oder? Auf jeden Fall. Aber bis dahin müssen wir nochmal Homberg schlagen. Hoffen wir, dass wir da spielen können. Und ja, die Platzverhältnisse werden nicht leichter bei den ganzen Bauernvereinen. Und zu Hause gegen Münster müssen wir nachlegen. Aber zum Abschluss, also Luca Dürholz fällt uns jetzt aus, der Pilciati fällt uns aus wegen gelb gesperrt. Wie siehst du das? Aber wir können es kompensieren, oder? Ich hoffe. Und dadurch, dass jeder sagt, unsere Mannschaft ist auf der Breite gut aufgestellt, müssen wir das regeln und wir kriegen eine Lösung, auf jeden Fall. Super, ich danke dir, Mike. Einfach bei YouTube.